zweieinhalb Stunden fliegen wir mit Eurowings von München nach Mykonos. Mit fast einer Million Übernachtungen ist Mykonos die am meisten besuchte Insel der Kykladen. Schon Mitte Mai wird es zum Sonnenuntergang eng an den beliebtesten Stellen der Stadt. Die aus der Zeit der türkischen Besatzung stammenden Häuser von Klein-Venedig mit ihren Holzbalkonen zählen zu den romantischsten Orten von Mykonos. Die Paraportiani-Kirche besteht eigentlich aus fünf verschiedenen Kapellen, deren Ursprung bis 1425 zurückreicht. Zum Sonnenuntergang zieht es viele zum unteren Mühlenberg hinauf. Die bis ins 16. Jahrhundert zurückreichenden Mühlen erinnern an eine Zeit, als Mykonos ein wichtiger Produzent von Weizen war. Heute dienen die fünf Windmühlen aber nur mehr der Dekoration. Mykonos ist auch ein beliebter Stopp für Kreuzfahrten durch die griechischen Inseln. Der Grundriss der Gassen der Palaiochora, der alten Stadt hinter der Hafenpromenade, geht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Heute spielt sich in den engen Gassen mit Restaurants, Bars und Boutiquen der Großteil des touristischen Lebens ab. Agiana, der kleine Stadtstrand, liegt in der Nähe des alten Hafens. Doch wir machen es wie viele Besucher von Mykonos und fahren zu einem der großen Strände außerhalb der Stadt. Der 600 Meter lange Sandstrand von Kalafatis an der Südostküste ist dann überraschend ruhig. Nach 2 Nächten in Mykonos fahren wir über Naxos nach Koufonissi. Für den ersten Teil nach Naxos müssen wir einen der langweiligen, aber 70 km/h schnellen Highspeed-Katamarane nehmen. Die Weiterfahrt nach Koufonissi erfolgt dann mit der Express Kopelitis, was wieder ein konventionelles Schiff ist. Nach 1,5 Stunden Fahrt erreichen wir Heraklea, die erste der kleinen Kykladen südöstlich von Naxos. Nächster Stopp des kleinen Inseldampfers ist das 100 Einwohner zählende Chinussa, dessen Hauptort auf einer Bergkuppe oberhalb des Hafens liegt. Die Weiterfahrt führt entlang der eindrucksvoll bizarren Westküste des nicht ganzjährig bewohnten Kato Koufonissi. Nach gut 2,5 Stunden sind wir dann am Ziel unserer Reise, Pano Koufonissi. Wir wohnen privat, rund 100 Meter östlich vom Strand. Für das Studio mit Küche und Bad bezahlen wir 30 Euro. Am Nachmittag gehen wir noch an den gut 100 Meter langen Ortsstrand. Nach einem ausgiebigen Frühstück am Balkon erkunden wir am nächsten Tag die anderen Strände der Insel. Wir folgen dabei aber nicht der Straße, sondern einem kleinen Pfad entlang der Küste. Nach einem Kilometer kommen wir nach Finikas, dem ersten größeren Strand. Hinter der knapp 200 Meter langen Sandbucht steht eine Taverne und ein paar Ferienwohnungen. Da beim nächsten Strand kein Platz mehr im Schatten frei ist, bleiben wir am ersten Tag in Finikas. Am nächsten Tag gehen wir aber weiter um die kleine Felsnase herum zur Bucht von Phanos. Auch hier erwartet uns ein rund 200 Meter langer, feiner Sandstrand, der sanft ins Meer abfällt. Hinter der Hafenbucht liegt Kora, der Hauptort und eigentlich einzige Ort auf Koufonissi. Eine lange Gasse zieht sich vom Hafen hinauf zur Kirche. Die nach dem Namenspatron der Insel genannte Kirche, Agios Georgios, wurde 1870 erbaut. Neben der Gasse befindet sich so eine Art Volkskundemuseum.
Ich verlasse den Ort in nordöstlicher Richtung und wandere auf der kleinen Straße zur Bucht von Pori. Oberhalb der Bucht werden ein paar große Villen vermietet. Nördlich des Strands liegt eine kleine Halbinsel mit bizarren Felsformationen. Dazu zählen auch drei nur vom Meer zugängliche Höhlen. Im kristallklaren Wasser kann man gut schnorcheln. Der Pfad auf der Halbinsel führt weiter nach Westen. Am Ende liegt Tripiti, auch als Skala, Milch, bekannt. Doch schließlich kehre ich zur hufeisenförmigen Bucht von Pori zurück. Der feine Sandstrand ist rund 300 Meter lang, bietet aber nur wenig Schatten. Dafür ist die sanft abfallende Bucht gut vom Meltemi geschützt. Über die Strände der Südküste sind es von Pori rund 3 Kilometer zu Fuß zurück nach Kora. Im Sommer verkehrt aber auch ein Badeboot zwischen den Stränden. Ein besonders spektakuläres Felsenpool heißt das Auge des Teufels. Am Abend fängt sich der Tau in den Ästen. Nach 6 Tagen auf Kufunisi fahren wir weiter nach Donussa. Nach einer stürmischen Überfahrt mit der Express Kopelitis erreichen wir nach nicht ganz 1,5 Stunden Fahrt Donussa. Wir wohnen in einer schönen Lage am südlichen Ende oberhalb des Ortsstrands. Wie in Kufunisi bezahlen wir auch hier für das Studium mit Küche und Bad 30 Euro. Der in einem Topf gekochte Fisch löst sich leider in Einzelteile auf, schmeckt aber sonst ausgezeichnet. Den Sonnenuntergang von unserer Terrasse genießen wir bei einem Glas Rezina. Am nächsten Tag gehen wir über den Hügel nach Kedros, der nächsten Bucht. Leider ist der knapp 200 Meter lange Sandstrand praktisch ohne Schatten. So gehe ich zur Straße hinauf und folge ihr gut 1 Kilometer bis zum Abzweig nach Livadi. Von hier führt ein schmaler Fußweg der Küste entlang in rund 1,5 Kilometer zur nächsten Bucht. Durch aufgelassene, terrassierte Felder geht es hinunter zum rund 150 Meter langen Sandstrand. Hier stehen rund 10 bis 15 Zelte im Schatten der Bäume. Am Strand sind die Schattenplätze natürlich von den Campern längst belegt. Nach 1,5 Stunden Schwimmen und Sonnen mache ich mich wieder auf den Rückweg. Bevor ich wieder zur Straße hinaufkomme, sehe ich einen Wegweiser zum Wadi Liminari. Von hier führt ein offensichtlich neu angelegter Weg hinunter zum Meer. Von oben hat man einen spektakulären Blick auf die tief eingeschnittene Bucht. Leider ist der rund 30 Meter lange Strand völlig schattenlos. Über Steine und etwas Sand geht es ins kristallklare Wasser. Vom Wadi Liminari führt der Wanderweg Nummer 4 zurück zum Strand von Kedros. Somit kommt man wieder der Küste entlang, ohne die Straße benutzen zu müssen, bis nach Livadi und hinauf nach Mersini. Doch bevor ich nach Kedros zurückkehre, mache ich noch einen Abstecher nach Kap Tomillos. Auf einem Kap oberhalb des Meers steht die Ruine einer alten Windmühle.
Vorbei an unzugänglichen Felsbuchten gehe ich weiter nach Kedros und Donussa. Agiostavros ist der Hauptort von Donussa. Im Sommer hat die Insel gut 100 Einwohner, im Winter nicht einmal die Hälfte. Die zwei anderen Orte der Insel, Mersini und Kalotarikissa, sind heute nicht mehr ganzjährig bewohnt. Durch weißgekalkte Gässchen gehe ich ans nördliche Ende des Dorfs. Hier beginnt der Wanderweg nach Kalotarikissa im Nordosten der Insel. Der Weg führt auf der linken Seite ein Tal hinauf. Weiter oben wird der Blick frei auf die zerklüftete Westseite der Insel. Die letzten 700 Meter führen auf einer alten Schotterstraße zur Passhöhe hinauf. Auf der anderen Seite führt ein Wanderweg hinunter nach Kalotarikissa. In der Ferne kann man schon den Ort und den kleinen Strand von Messer Amos erkennen. Aber davor hat man noch beeindruckende Tiefblicke auf die Steilküste an der Westseite von Donussa. Der Thymian steht in voller Blüte. Auch Salbei wächst hier oben. Die Felder von Kalotarikissa sind großteils aufgelassen. Die Hauptstraße des Dorfs führt zu einer Taverne oberhalb des Strands. Der gut 50 Meter lange Sandkiesstrand am Ende einer tiefen Bucht ist vor Wellen gut geschützt. Ich gehe aber noch einen halben Kilometer weiter die Halbinsel hinaus nach Messer Amos. Hier wartet ein rund 50 Meter langer, feinsandiger Strand, allerdings auch mit wenig Schatten. Zurück nehmen wir den sechsmal am Tag verkehrenden Bus. Am nächsten Morgen fahren wir mit der Blue Star in einer Stunde zurück nach Naxos. Hier verbringen wir noch eine Nacht, bevor es wieder zurück nach Hause geht. Bis unser Zimmer fertig ist, spazieren wir durch Castro, den mittelalterlichen Siedlungskern der Stadt. Ab 1207 war der Hügel für über 350 Jahre Zentrum eines venezianischen Herzogtums. Enge verwinkelte Gässchen führen den Hügel oberhalb des Hafens hinauf. Viele der alten Häuser wurden mittlerweile renoviert und für touristische Zwecke genutzt. Am Nachmittag gehen wir nach Agios Georgios, dem fast einen Kilometer langen Stadtstrand von Naxos. An unserem letzten Tag bleiben wir bis zum Sonnenuntergang am Strand. Am nächsten Tag beginnt die hektische Rückreise. Zuerst mit dem Katamaran nach Mykonos und dann mit über 4 Stunden Verspätung mit dem Flieger nach München, von wo wir mit dem letzten Zug nach Hause fahren.